Hallo liebe Leute, ich habe mich hier und willkommen zu einer weiteren Folge vom Hexenmeister Let's Play. Das allererste Mal gefühlt, dass ich mal nicht in Eisenschmiede stehe, sondern wir sind immer noch im, Hinterland, genau. Da haben wir das letzte Mal aufgehört zu questen, da müssen wir jetzt, ja, der grüne Schlamm killen. Also einfach, achso, das ist das mit den Minikisten wieder. Ich glaube, das ist immer noch bugged, ich weiß nicht, oder es soll so sein. Ich weiß, das sind so mega kleine Kisten, die du da looten musst. Ansonsten wieder jede Menge Briefe. Wie immer, wenn ihr gerne Ingame-Fragen stellen möchtet, könnt ihr einfach auf dem Server Blackrock einen Charakter erstellen und könnt einen guten Delarim schicken. Könnt ihr auch jederzeit einfach unten in die Kommentare reinschreiben. Nur hier ist es halt meistens ein bisschen praktischer, wenn es halt gerade irgendwas Umfangreicheres ist zum Beantworten. Sagen wir so. Orlandia, PvP gegen ein Furivari Part 1. Hallo Schiami, ich mache immer wieder Duelle gegen meinen Freund, der Furivari. Spielt ich selbst BM Hunter. Leider verliere ich meist gegen ihn, da er einfach unendlich sehr viel hat. Leider habe ich nur einen Slow und einen Freeze. Ich freeze ihn meist, während er burstet, aber sobald er wieder draußen ist, charged er mich an und hielt sich mit Bluetooth um 20%. Ich versuche ihn immer zu kiten und zu slowen, was aber trotzdem nichts hilft, da er instant wieder an mir ist. Der Part 2. Ich versuche immer mit Rückzug zu fliehen, was aber auch nicht hilft, da er mit zwei Charges spielt. Dazu kommt noch dazu, dass er durchdringendes Heulen und Drachengebrüll, die mich noch dazu slowen. Philosophie war European PvP, nicht wirklich. Das kommt immer mehr darauf an, wie du das Ganze spielst. Erstens mal, wenn er Double Charge spielt, ist er generell schon im Nachteil, weil ohne Stun kannst du im PvP generell nicht viel reißen, zumindest nicht als Krieger. Das heißt, das könntest du schon als deinen Vorteil nutzen. Du hast nämlich einmal einen Freeze, das heißt, du kannst ihn in der Falle einsperren. Du hast einen Stun vom Pet, den du skillen kannst. Das heißt, du kannst ihn betäuben und du könntest im PvP oder du könntest generell als Talent skillen den Binding Shot, dass er geroutet wird. Und man könnte auch noch zum Beispiel Explosive Trap spielen. Das heißt, wenn du ihn zum Beispiel, ich weiß auch nicht, wenn er Recklessness zieht und direkt auf dich drauf chargt, dann könntest du das zum Beispiel einfach trappen. Dann ist er in der Falle drinnen, dann muss er entweder insigniert ziehen, damit er rauskommt, oder er bleibt einfach drinnen und wartet quasi ab. Wenn er jetzt insigniert zieht, dann könntest du ihn stunnen und kann das quasi schon mal ein bisschen Distanz holen und währenddessen halt, weil du Hunter bist, kannst du dir während dem Lauf die ganze Zeit Schaden machen. Dann nach dem Stun könnte er wieder chargen, das könntest du aber ausspielen, indem du quasi bevor er aus dem Stun, also kurz bevor der Stun aus ist, könntest du einen Binding Shot am Boden legen. Das heißt, wenn er dann den Charge nutzt, dann bricht der Charge mitten im Charge ab, weil er dann einfach geroutet wird, dann kann er sich erst wieder nicht bewegen. Dann sind quasi beide Charges erstmal verbraucht, danach hätte er nur noch einen Heroic Leap. Heroic Leap könntest du ausspielen, indem du instant, genau wenn er auf dich drauf liebt, quasi totstellen machst, weil dann verliert er dich aus dem Target. Die Wahrscheinlichkeit, dass er dich dann instant slowt, ist sehr gering. Soll das trotzdem machen, könntest du zum Beispiel ein Pet nehmen, das ein Freedom besitzt, dann könntest du ihn nämlich einfach Freiheit buffen und danach hat er eigentlich keinerlei Uptime mehr bis zum nächsten Charge, denn wenn er dann wieder den Charge ready hat, dann hast du den Backjump, dann auf dem zweiten Charge, den er wieder ready hat, dann kannst du ihn wieder trappen, dann hast du wieder einen Stun und so weiter. Das heißt, du kannst als Hunter extrem gut einfach deinen ganzen Stuff durchrotieren. Ist einfach mehr so ein Wissen, was du als Fähigkeiten hast. Alternativ wird es auch noch die Explosive Trap geben, die könntest ebenfalls auf dich drauflegen. Das heißt, wenn er reinchargt, wird er einfach direkt wieder weggenockt, das könnte er wieder quasi leapen und dann könntest du wieder backjumpen und so kannst du halt deine Mobility und Utility perfekt nutzen, um ihn quasi auf Max-Range zu halten, denn Furivari kann sich nur healen, wenn er Uptime hat. Wenn er das nicht schafft, gibt's keinen Heal. So. Primasus, Waffe, hey Shyami, und zwar wollte ich mal fragen, ob es noch eine Möglichkeit gibt, an die Waffe Teshalach zu kommen. Komme ich dann sie nirgends finden und sehe immer wieder Spieler damit. Okay, der Satz ist irgendwie komisch oder ich kann nicht lesen. Die gibt es nach wie vor, die Drop von Agramais Push-Bonus-Loot wird deswegen nicht im Buch angezeigt. Das heißt, wenn du mit einem Charakter reingehst, wie zum Beispiel Krieger, Jäger, Paladin, Todesritter oder was auch immer und Agramais in Antorus besiegst, ist einfach eine Chance, dass sie direkt aufploppt und dann kriegst du sie. Ist natürlich ein seltener Drop, also kann schon mal, ich weiß nicht, wenn du lucky bist, kriegst du einen Iron Drive, wenn du unlucky bist, brauchst du halt 200 Kills, bis sie mal droppt. Dildo Prepatch. Hey, ich habe mir einen Schaman auf 120 gespielt, den ich in Shadowlands mainen will. Der hat jetzt frisch auf 120. 360 GS kann ich mit dem Item oder dem Prepatch konnte ohne Probleme spielen oder sollte ich den erst noch ein bisschen höher equippen? Der Prepatch ist genau dazu da, damit du dich noch equippen kannst. Prepatch Item Level ist, glaube ich, dann Item Level 100. Wobei nicht vergessen, also es kommt ja ein Item Squish und so weiter. Das dürfte circa 450 um den Dreh sein, Item Level auf jetzt gerechnet. Das kannst du ganz einfach holen. Das sind einfach nur so Dailies, die du machen kannst. Da kannst du dich noch ein bisschen gieren. Allerdings muss man sagen, das musst du nicht, aber im Pre-Patch ist halt perfekte Timing dafür, weil da kann man halt einfach das Pre-Event genießen und dann giert man sich nebenbei.
Ansonsten, der Shadowlands ist ja darauf ausgelegt, dass man einfach in der Levelphase quasi weitergeht. Das heißt, wenn du jetzt maximal 120 wirst, dann bist du, glaube ich, durch Questen so Item-Level 270 rum. Das heißt, Shadowlands ist darauf ausgelegt, dass du mit dem Item-Level dann einfach weiterleveln kannst. Alles, was drüber ist, macht es halt dann nur für ein paar Level einfacher und danach wirst du relativ schnell das ganze Gear austauschen. Okay, der Name ist nicht aussprechbar. Hey Xiaomi, dank dir habe ich mit WoW angefangen vor 2 Monaten ungefähr. Du machst die besten WoW-Videos auf YouTube, das ist Fakt. Wieso magst du den Parler meist? Welche Spezialisierung spielst du denn Parler immer? Ich spiele hauptsächlich Retri, kann aber auch Bot und Holy spielen, wobei ich Holy momentan am wenigsten spiele, vielleicht in Shadowlands dann wieder mehr. Ich weiß auch nicht, ich mag einfach die Klassenfantasie in den Parler, den heiligen Krieger. Ich meine, jetzt bin ich jetzt nicht irgendwie religiös oder so, aber ich mag einfach irgendwie in WoW das Ganze mit dem heiligen Licht und Co. Und ich weiß nicht, wie gesagt, ich mag die Klassenfantasie einfach und ich finde die Ability und Utility Parler einfach cool. Auch wenn es momentan leider nicht mehr so viel ist, aber gut, das wird halt von Addon zu Addon immer mal wieder umgebalanced. Ansonsten, ja, wie gesagt, ich informiere mich mal bei Klassen einfach immer nach dem, was halt mir halt vorkommt, was mir Spaß machen könnte. Dramblade, eine Frage und ein großes Lob. Hey Xiaomi, wollte nur mal sagen, dass die Mühe und Zeit, die die meisten Videos von YouTubern, die über 1 Million Abonnenten haben, in dem Ansatz alleine rankommen. Meine Frage wäre, wie heißt die ganzen Fläschchen Elixiere, die 100% mehr Erfahrung geben? Liebe Grüße, ein Fan. Vielen, vielen Dank mal für das Kompliment. Jetzt können wir ja noch die 1 Gold rausnehmen und 20 Silber oder 20 Bronze und Quest jeweils in der Zwischenzeit. Die Elixiere, das sind die Elixiere des Blitzdenkers, glaube ich, ist das letzte, was jetzt noch drinnen ist. Das andere gibt es gar nicht mehr. Das andere war damals mal ein Drop von einem Rare aus Schreckensöde, dem Mist of Pandaria. Das wurde aber schon länger entfernt. Das kann man sowieso nicht kaufen, weil das ist ja quasi beim Aufheben gebunden gewesen. Dann wurde es quasi irgendwann in VOD eingefügt, in den komischen Beutel von den Rares aus Nagran. Das droppt aber ebenfalls nicht mehr. Das Einzige, was es jetzt noch gibt, sind Restbestände vom Elixier des Blitzdenkers. Aber würde ich nicht kaufen, denn mit dem Pre-Patch funktionieren die Dinger, glaube ich, nicht mehr. Oder es kann nach wie vor sein, dass sie vielleicht die Restbestände noch drinnen sind. Aber ich glaube, sie funktionieren gar nicht mehr. Das heißt, wenn es jetzt noch welche gibt, dann würde ich die entweder verkaufen oder nicht mehr selber nehmen. Oder allerdings jetzt halt noch schnell benutzen. Sofern ich nämlich weiß, wurde eigentlich, ich meine, ich bräuchte halt ein Fläschchen, damit ich es persönlich testen kann. Ich weiß halt nur, dass sie viele von den Sachen rausnehmen. Denn in Shadowlands, also mit dem Pre-Patch, ist ja quasi das EP-Balancing für alle Leute gleich. Das heißt, es gibt ja auch auf den Erbstücken, ich trage jetzt zum Beispiel auch keine Erbstücke. Ich habe ja auch nur das ganze Schneidereizeug an und Co. Es gibt halt quasi nur noch ein fixes Scaling, das heißt, sie können in Zukunft die EP besser balancen von allem, egal ob es jetzt PvP ist, egal ob es Dungeons ist, ob du jetzt in Hinterland hier levelst, also in östliche Königreiche, in Kalimdor, in Zandala, Kultiras, Pandaria, Norden, Scherbenwelt, was es nicht alles gibt, das spielt ja in Zukunft nicht mehr wirklich eine Rolle. Da können sie nämlich jetzt, da es keine, sagen wir, der eine hat halt irgendwie 50% mehr EP, der eine 30% mehr EP, der eine hat überhaupt 200% EP mehr aktiv. Da war halt das Balancing schwierig, dass sie schauen, dass die Questgebiete alle circa gleich weit führen, wo man halt den Verbrauch hat. Jetzt können sie das halt leichter machen in Shadowlands, weil es halt die ganzen EP-Dinge nicht mehr gibt. Das einzige, was noch existiert, ist das 10% EP-Fläschchen. Das destillierten Länder, glaube ich, heißt oder so irgendwie. Ich weiß gerade nicht mehr. Dass man sich einfach gegen die Kriegsabzeichen kaufen kann in Dasar-Alor oder Buralus. Also wenn man jetzt eine Kriegsfront spielt oder bei der Warfront die Dailies dort macht und so weiter. Dann kriegst du so Marken und für 5 Marken kannst du so ein 1-Stunden-Fläschchen kaufen. Das ist das Einzige, was eigentlich noch existiert. Erbstücke haben ja ebenfalls keinen EP-Bonus mehr drauf. Die kriegen ja einfach Set-Bonus. Die Set-Bonus, ich weiß nicht, da regen sich viele drüber auf. Ich persönlich finde sogar das Set ziemlich nice zum Speed-Leveln. Es hat auch hauptsächlich, also der wichtigste Boni für viele ist einfach, dass man mehr ausgeruht oder die ausgeruhten EP, also den blauen Balken, den ich hier gerade habe, der halt für Kill-XP zählt, der verbraucht sich mit dem 6er Set-Boni, also wenn man 6 Erbstücke anhat, verbraucht er sich um 60% langsamer. Das heißt, es hält halt einfach länger an und du kriegst halt in Zukunft mehr EP für die Kills und Co. Das ist jetzt nicht schlecht, das holt jetzt nicht massiv viel raus. Das ist immer gut für Leute, die halt jetzt, sagen wir, für Leute, die nicht gerade ich sind, die halt nicht permanent spielen können. Also wenn du jetzt wenig spielen kannst und nur wenig Zeit hast für WoW, dann profitierst du sogar mehr von den Erbstücken. Warum? Weil du ja immer wieder ausloggst. Beim ausgeloggt sein ist es gut, wenn du an dem Gasthaus wärst. Muss aber nicht sein, weil du kriegst ja auch so. Zwar ein bisschen weniger, aber du kriegst den blauen Balken auch so. Das heißt, wenn du, sagen wir, am Tag eine halbe Stunde spielen kannst, dann ist das für dich natürlich sehr, sehr profitabel, weil du
dann immer mit dem ausgeruhten Balken leveln kannst die ganze Zeit und dadurch halt immer mehr Erfahrung kriegst teilweise, als es halt vorher durch die Erbstücke war, weil Kill-XP, man mag es nicht kaum glauben, aber Kill-XP war schon immer das in einem MMO, was am meisten EP gibt. Deswegen sind ja die meisten, du siehst hier 1300 EP, für eine Quest kriege ich 18.000, sprich wenn ich jetzt gerade 10 Gegner kille, dann bin ich schon bei 13.000 Erfahrung und habe schon fast mehr Erfahrung eingeholt, als ich durch die Quest tatsächlich kriege. Ich weiß, das realisiert man meistens so im Hinterkopf nicht wirklich, dass die meiste Erfahrung, die man eigentlich beim Leveln macht, durch die Kill-XP kommt, aber das ist halt immer so ein, wie soll man sagen, darauf sind ja MMOs halt ausgelegt. Das siehst vor allem an alten MMOs, da war es ja noch, oder an alten Varianten von WoW oder generell an alten MMOs, oder sagen wir jetzt überhaupt im asiatischen Bereich oder so, deswegen sagt man immer Asia Grinder und Co. Da gibt es ja Spiele, die ja rein auf das Grinden halt ausgelegt sind, also wo es nur ums Mobkillen geht. Das ist ja auch der Grund, warum zum Beispiel in Classic die Droprates so verdammt niedrig waren für die verschiedensten Quest-Items, weil du einfach durchs Killen schon die ganze Erfahrung geholt hast und die Quest eigentlich nur quasi das i-Tüpfelchen war, wo es halt dann eine Belohnung dafür gab, also hauptsächlich halt Gear-Belohnungen oder sonstiges. Und die meiste Erfahrung hast halt einfach von den Kills gemacht und genauso ist es halt jetzt aktuell auch noch, wobei sie halt einfach mehr Quests eingefügt haben, die Quest-EP damals gepumpt haben, sie haben aber nie die Kill-XP von den ganzen Mobs verringert, das heißt, ich würde mal fast tippen, dass du damit extrem schnell grinden kannst. Weil wenn du jetzt Speed-Level-Sachen ansiehst, die man so abusen konnte über die letzten Jahre, das war so gut wie nie irgendwas mit Quests. Das war eigentlich fast immer ausschließlich Mob-Grinds. Das letzte, was mir gerade spontan einfällt, war der Mob-Grind in Schattenhochland. Da konnte man sich nämlich, wo haben wir Schattenhochland, das ist irgendwo hier unten, da konnte man sich hier an die Küste stellen, auf die Seite, und da sind diese Naga, die ganze Zeit aus dem Wasser rauskommen, und da haben sie jetzt, irgendwann den Respawn genervt und die EP, die geben. Aber da standen teilweise Druiden bis zum geht nicht mehr und die haben halt Leute eingeladen und haben dann quasi, also das waren Druiden mit EP-Stopp drinnen, die waren halt irgendwie Level 80, 85, dann konnte es dann mit Level 60 oder so irgendwas schon hin. Und dann haben die dich ja eingeladen und haben die ganze Zeit Mobs gekillt. Du musstest nur dort stehen und da bist du halt gelevelt wie wahnsinnig. Das gleiche ist zum Beispiel mit dem... Was hatten wir als letztes? Als letztes war das mit Karazhan, glaube ich, oder? Oder war das mit Schattenhochland sogar noch nachher? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Aber in Karazhan gab es ja auch das mit den Mobs killen, wo du einfach durchgehst und halt alles clearst und so weiter. Es gab ja auch insane viel EP. Da hat man es so schnell gelevelt, aber das geht ja jetzt auch nicht mehr. Es sind halt immer die Dinger, wo du halt Mobs killt hauptsächlich. Ich meine, ich bin mir so sicher, dass so verdammt viele Bugs drinnen sein werden in Shadowlands, wenn es halt rauskommt, beziehungsweise auch der Pre-Patch, aber das ist halt einfach normal. Es ist halt einfach nicht testbar mit den Leuten, die halt auf dem BTR und Beta unterwegs sind, wenn du jetzt, ich meine, ich glaube, habe ich es beim letzten Mal schon erklärt, ich glaube. Ihr müsst das ja nur als Beispiel hernehmen, wie viele Quests gibt es in-game mittlerweile schon. Ich schätze mal sowas um die 10.000 Stück, wenn nicht mehr, in den verschiedenen Zonen. Das heißt, wenn sie jetzt das scalen, dann gehen sie ja nicht her und gehen zu jeder einzelnen Quest und dann sitzt da einer und, ich weiß nicht, löscht halt bei den Zahlen überall eine Zahl raus oder so, damit das halt angepasst wird, sondern es ist halt alles mit quasi einem automatisierten Regler. Das heißt halt alle Quests auf einmal und dann sage ich halt einfach, pro Level wird halt die EP mit dem Regler quasi einfach verschoben. Das kann aber durchaus zu verdammt vielen Problemen führen, gerade im Levelbereich. Das heißt, die Begleitquest müssen wir gar nicht mal unbedingt machen. Aber das heißt halt, du kannst da quasi davon ausgehen, dass verdammt viele Bugs drinnen sein werden, einfach weil sie es nicht per Hand machen können, weil es einfach nicht möglich ist und weil die Leute das halt nicht testen und dementsprechend reporten, weil ich denke nicht, dass es irgendeinen gibt, der auf der Beta oder BTR unterwegs ist und dort permanent Meister der Lehren abschließt, um halt jede einzelne Quest zu reporten und sowas findest dann halt immer nur in der Masse. Jetzt haben wir so einen Cooldown bekommen. Sowas findest du dann halt immer nur in der großen Masse, wo du das halt irgendwie testen kannst, also es geht quasi eh nur am Live-Server und dann werden wir da halt zahlreiche Dinge sehen, deswegen nicht wundern. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn der Pre-Patch hittet und auch Shadowlands draußen ist, dass wir immer wieder Rebalancing haben für verschiedene Questgebiete zum Leveln und Co., wo halt EP runtergeschraubt werden, angehoben werden, wo Quests verbuggt sind oder sonstiges. Das ist halt bei... Wenn man sich nicht auskennt mit Programmieren und wie so ein Spiel aufbauen generell funktioniert, da kann es halt schon mal sein, dass du halt in einer... kann man es gerade für Laien erklären, um das halbwegs zu verstehen? Ich bräuchte eine gute Metapher dafür. Vielleicht hat in den Kommentaren einer eine. Vielleicht haben wir den einen oder anderen Programmierer. Aber um es einfach zu sagen, du kannst es ansehen wie so ein Schubladensystem einfach, wo du halt reingehst und sagst, du hast eine gewisse Anzahl an Commands quasi drinnen in einem Ding. Sagen wir jetzt, das ist halt allgemeine irgendwelche Verwaltung für Datenbanken oder sonst irgendwas, wo du halt verschiedenste Abrufe drinnen hast oder Dinge, die du da drinnen halt brauchst. Und dann sagen wir, da hast halt irgendwie...
Ich weiß nicht. Mir fällt kein gutes Beispiel ein, Alter. Ich stehe so im Schlauch gerade. Du hast halt irgendwie einen Mob, sagen wir einen aktuellen Raid-Boss oder vielleicht. Ich meine, aktuellen Raid-Boss ist mal. Da ist es schon unwahrscheinlich, aber. Sag jetzt Base Mechanics. mir fällt echt kein ordentliches Beispiel ein. Sag jetzt Base Mechanics, sagen wir irgendwie Texturenabfrage oder sonst irgendwas, dann greift das auf eine Datenbank zu und die Datenbank greift zum Beispiel, ist auch für irgendwas anderes im Spiel benötigt, sagen wir jetzt für ein Dungeon-Ding, wo es halt drinnen vorkommt oder sonst irgendwas. Und dann sagst du halt, du bist eigentlich ein Problem jetzt aus, sagen wir jetzt BFA fixen, dann wird das gefixt, weil er halt den Fehler dort drin erkannt hat und dann wird es halt quasi entfernt. Und durch das Entfernen in der Datenbank, auf die eine zugreift, hast halt gleichzeitig wieder einen Fehler, der beim anderen entsteht. Das heißt, es ist immer schwierig, wenn du das eine änderst und das andere dann da reingreift. Bei Blizzard ist es vor allem das Problem, weil der ganze Dateicode, den sie ja mittlerweile benutzen, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie den irgendwann mal auch nur annähernd komplett aufgebohrt haben. Ich denke mal, dass das Grundgerüst von WoW immer noch, ja, einfach die 15 Jahre oder länger eigentlich schon, weil ich war ja vorher schon in Entwicklung, ich glaube 4 Jahre oder was, dass es halt vorher schon ziemlich viel darauf passiert, was sie halt nie geändert haben. Da hatten sie ja ewig lange Probleme auch mit dem Rucksack und Co., warum sie ja halt die Rucksackplätze nicht erweitern konnten und so weiter und so fort. Ich hatte letztes Mal im Stream, habe ich das so gut erklärt, mit irgendeiner mega nice Metapher, aber mir fällt gerade nichts mehr ein. Also immer schwierig zu erklären, wenn du halt überhaupt keinen Bezug dazu hast, wie Spiele halt funktionieren im Hintergrund, dann ist es halt immer schwierig zu verstehen, das Ganze. Aber da können sich sehr, sehr leicht immer Fehler einschleichen, die man halt gar nicht so als Fehler erkennen mag. Und es ist auch immer sehr, sehr, ja, weird teilweise. Ich meine, es ist auch sehr, sehr weird, dass sie viele Sachen halt bis heute noch nicht erkannt haben oder halt nicht finden, was halt irgendwie schwierig zu reproduzieren sind oder vielleicht zu anderen Fehlern führen oder sonstiges. Paradebeispiel für einen Bug, der schon seit ewig langer Zeit in WoW drinnen ist, ist der Kanten-Bug-Disconnect. Das ist quasi, wenn dein Charakter fallend ist, vor allem sollten alle Demon-Hunter-Spieler das kennen, wenn dein Charakter in der Gleitanimation ist und schräg nach unten gleitet und du fällst im Spiel auf eine Kante, also auf eine Texturkante, aber jetzt das könnte zum Beispiel sowas hier sein, wenn ich genau auf den Rand hier auf die Kante drauf falle oder wenn in der Umgebung, die Umgebung ist ja nicht immer flach, sondern das sind genauso kleine Kanten quasi. Und das heißt, wenn ich jetzt mit dem Flugmount hier durch die Gegend fliege und dann runter droppe und halt abmounte, dann kann ich genau auf die Kante drauf fliegen. Und ich weiß nicht, da muss irgendeine Abfrage, Error oder sonst irgendwas kommen. Jedoch kriegt man dann einfach einen Disconnect. Das haben sie zum Beispiel bis heute noch nicht gefixt. Aber es ist auch so verdammt schwer reproduzierbar, weil es tritt halt nicht jedes Mal auf. Und bei Programm-Errors und Co., es muss halt immer irgendwie reproduzierbar sein, weil du kannst halt in ein paar Millionen Zeilen Code nicht quasi einen Fehler einfach so rausfinden, sondern das muss halt quasi intern getestet werden von dem internen, wie nennt man das, internen QA-Team, glaube ich, Quality Assurance-Team, glaube ich, oder so irgendwie, oder steht das halt QA, und das muss halt reproduzierbar sein und wenn es halt, sagen wir, es tritt halt einmal auf, aber es tritt halt nicht jedes Mal auf, wenn das passiert, dann ist es halt sehr schwer rauszufinden, wodurch der Fehler jetzt genau getriggert wird, damit sie ihn halt schlussendlich fixen können. Und ja, ist schwierig. Sagen wir so, ich kenne mich zwar halbwegs aus, wie das Ganze funktioniert, ich habe ein grobes Verständnis, da mein Vater halt früher Spiele programmiert hat und ich mir selber ein bisschen was davon beigebracht habe, wobei das ist jetzt zu wenig, um heutzutage da irgendwie auch nur mich auszukennen, deswegen wäre es besser, wenn man das halt selber noch ein bisschen nachrecherchiert, aber so funktioniert es halt grob, also wie gesagt, ist ein grobes Verständnis dafür, jetzt hat das gerade alle meine Spinnen gekillt, der Leerwandler dreht wieder komplett durch hier. Achso, wir können unseren Cooldown eigentlich auch mal benutzen, Infernal geht raus, let's go. weil ich habe damals, als ich kleiner war, habe ich mich halt immer für so Sachen interessiert. Ich habe so viel gelernt. Wie gesagt, ich lerne einfach unglaublich gerne Dinge. Ich schweife gerade so ab vom Thema, aber ich bin gerade zum Laberschwall, deswegen machen wir da einfach weiter. Ich lerne einfach unglaublich gerne Dinge. Und ich habe, wie alt war ich da? 10 Jahre? 8, 10 Jahre? Sowas um den Dreh habe ich damals angefangen, HTML zu lernen. Da konnte man einfach quasi auf Windows, was war 2000 oder was war da vor 18 Jahren? Was hatten wir da? Windows 98? Windows XP? Irgend sowas schon, ich weiß es nicht mehr. Gab es halt auch ganz normal den Editor, also wenn du jetzt eingibst in der Suchleiste Editor, gibt es einfach den Ding. Und da habe ich halt selber über Bücher von meinem Dad, habe ich quasi HTML mal gelernt. HTML ist quasi die Computersprache, was man hauptsächlich damals benutzt hat für
Ah, oh, der killt wieder drüben, oder? Die Späne? Ja, ja, ich darf den die ganze Zeit reinschicken oder ich muss ein anderes Pad rausholen gerade eben. Das ist hauptsächlich Computersprache, die man da außer viel benutzt hat für Webseiten und Kurse, für Webmanagement. Man konnte damit auch kleinere Spielchen machen. Ich habe damit auch noch immer, ich müsste schauen, ich kann es vielleicht mal im Stream zeigen. Ich habe noch einen alten USB-Stick. Da ist so ein kleines Spiel damit auch gemacht. Ist quasi einfach nur so zum Durchklicken. Anders funktioniert es in dem Sinne, also mir ist damals noch nicht. Da habe ich mir das beigebracht. Dann hat mich das nicht mehr so interessiert, weil es halt dann schon auf bessere Dinger überging. Dann habe ich halt JavaScript gelernt. Mit dem Buch, bei HTML weiß ich nicht mehr, wie das Buch ist. Bei Java ist es, glaube ich, Java ist auch eine Insel. Glaube ich, ist eines der bekannteren Bücher, aber schon relativ alt auch. Da gibt es sicher auch schon neuere, bessere Sachen. Das habe ich dann eine Zeit lang gelernt. Da habe ich halt gelernt, wie man quasi normale Programme halt für den Desktop schreibt. Also das erste, was du, glaube ich, lernst, war ein Hello World Programm. Also quasi einfach ein Programm, wo ein Fenster aufgeht und da steht halt Hello World drinnen, glaube ich, oder so irgendwas war das. Das habe ich auch nur circa ein halbes Jahr gemacht. Dann habe ich da Interesse verloren. Und dann habe ich schlussendlich quasi ja durch meinen Vater halt C++ gelernt, was er, glaube ich, jetzt auch noch immer hauptsächlich für Spieleprogrammierung und Co. hergenommen wird. Wobei ich da auch nicht sehr lange dran war. Vor allem hat mich da zu dem Zeitpunkt einfach schon wieder anderes Fieber mehr gepackt, wo ich dann eben schon wieder andere Dinge bei weitem lieber gelernt habe. Es war, glaube ich, auch so ein, ich weiß nicht, 3-4 Monate oder ein bisschen länger kann auch sein, wo ich das gelernt hatte und da halt ebenfalls quasi hauptsächlich Desktop-Programm-Stuff gemacht. Wo mich das interessiert hatte, mein Vater halt dann versucht halt noch mich da irgendwie ein bisschen mehr reinzubringen, weil es dann selber ein Thema ist, was ihn halt sehr, sehr interessiert. Aber das war dann was, womit ich einfach zu wenig anfangen konnte. Aber ich wollte halt einfach nur so eigentlich habe ich nur angefangen es zu lernen, weil ich halt ein Grundverständnis haben wollte, was für einen 14-, 15-Jährigen irgendwie sehr, sehr merkwürdig ist, wie Programme funktionieren, wie das Ganze mit dem Computer funktioniert, wie das generell aufgebaut ist alles. Dann habe ich weitergemacht und dann habe ich mich angefangen, immer mehr und mehr für Grafik-Stuff zu interessieren, also für Design-Stuff. Dann habe ich angefangen zuerst mal mit, sehr, sehr viel gezeichnet in meiner Kindheit. Ich weiß, jeder, der meinen Stream schaut, der memt mich immer, wenn ich halt in Paint irgendwas zeichne. Man mag es kaum glauben, aber ich kann tatsächlich sogar, oder ich konnte mal verdammt gut zeichnen. Ich habe damals auch auf meinem Skateboard und so, ich habe damals die Skateboard-Ding von mir immer selber drauf gemalt. Ich schweife so derart ab gerade. Achso, das ist ein Kraut. Da habe ich dann mit GIMP rumgelernt, beziehungsweise vorher eigentlich noch mit Photoshop halt, hauptsächlich so Fotomanipulation und Co. hat mich da interessiert. Dann habe ich da ein bisschen rumprobiert. Dann kam halt GIMP raus, oder beziehungsweise gab es eh vorher auch schon. GIMP ist quasi wie Photoshop, nur es ist Freeware. Es ist nicht ganz so mächtig wie Photoshop, weil Photoshop hat vor allem die bessere Dateiverwaltung und Co. Das heißt, es ist einfach schneller, es hat einfach den besseren Aufbau auch vor allem. Aber man kann GIMP durchaus, nutze ich heute noch. Also ich habe jetzt auch kein Photoshop, ich nutze jetzt auch GIMP. Ich glaube, ich sehe schon 2.8er Version. Das ist auch jetzt noch ein verdammt cooles Programm. Ist halt Freeware, kann man sich einfach so runterladen. Also für jeden, der da selber mal irgendwie Sachen rumprobieren will, auf jeden Fall nur zu empfehlen. Dafür interessiere ich mich sogar heute noch, weil gerade dieses Designtechnische war eher immer mehr mein Ding, was irgendwie das Auge pleased, sagen wir so. Dann habe ich mich angefangen, noch mehr für das Ganze zu interessieren und dann ging es wieder mehr Richtung, ja, fast Spiele, Design und Co. Dann habe ich nämlich angefangen, Blender zu lernen. Blender ist ein Freeware 3D-Programm, das ist halt wie 3D Max oder Maya oder andere Sachen, wobei ich meine, Maya ist jetzt das Paradebeispiel, ist halt eins der High-End-Produkte, was, glaube ich, auch jetzt heutzutage noch benutzt wird in Game Design und Co. Falls es da nicht schon wieder was anderes geht, ich kann mich nicht überall auf dem aktuellen Stand halten, leider, I'm so sorry. Und dann habe ich da quasi mit Blender angefangen halt, ich habe mir dann 2-3 Bücher gekauft, habe dann mit Blender angefangen, wie halt das Design generell funktioniert, wie man halt generell 3D-Modelle erstellt. Dann, wie man modelliert, also wie man Charaktere modelliert, wie man Gesichter modelliert. Da habe ich sogar noch eins meiner Modelle, glaube ich, habe ich noch. Das war so ein Troll, so ein Ogre. So eine Eigeninterpretation von dem Ogre. Das fand ich sehr, sehr nice. Dann bin ich da mehr Richtung Ding. Oh, ich schon Level 59. Dann bin ich da noch mehr reingekommen. Dann habe ich angefangen, wie das Ganze mit Rigging funktioniert. Also das eine ist ja quasi das 3D-Design, also wo du selber Charaktere machst und so weiter. Und das andere ist ja dann nennt man Rigging, das ist nichts anderes wie der Charakter hier, ist ja einmal das Design drüber und darunter befindet sich ja quasi ein Skelett, das heißt verschiedene
Skelettteile, wie zum Beispiel einmal hier rüber, dann einmal hier runter bis zum Unterarm, dann einmal hier rein, dann hast du in den Fingern verschiedene Skelette, also wie in deinem eigenen, in deiner eigenen Hand, in deinem eigenen Körper, die Knochen. Und durch diese Knochen, die du dem Charakter verteilst oder gibst, dadurch kannst du ihn ja dann riggen, das heißt halt quasi verschiedene Animationsposen ausführen lassen, sodass halt solche Dinge entstehen wie das hier. Das ist dann meistens die größte Arbeit. Deswegen ist ja auch bei Blizzard, merkt man sehr, sehr stark, dass sie da immer sehr, sehr sparen. Das sieht man vor allem bei Reittieren. Du brauchst ja nur jetzt bei irgendwelchen, ich weiß auch nicht, Wölfen oder sonst irgendwas schauen. Wölfe haben immer den gleichen Rig, das heißt, die haben immer das gleiche Skelett drin, immer die gleiche Bewegung, immer die gleiche Ausruhanimation. Oder wenn du im Shop schaust, zum Beispiel bei Reittieren, du brauchst nur die Resting-Animation ansehen. Also quasi, wenn die Mob, also der NPC quasi normal dasteht. Das sehen wir zum Beispiel schon beim Kaiserkielen, beim Fuchsfamiliar. Wir haben hier die ganzen Wölfe, wir haben hier unten den Fuchs, wir haben hier das Hundi. Die benutzen halt quasi alle das interne gleiche Skelett, wo du immer die gleiche Animation drinnen hast. Warum? Weil es einfach viel Arbeit ist, das Ganze immer neu zu machen. Du musst ja sagen, das muss ja so realistisch wie möglich aussehen und das sitzt halt schon ordentlich lange dran, bis du das halt so animiert hast, bis es halt nach irgendwas aussieht, weil... Es gibt halt, ich meine, bei Filmen sieht man es immer sehr, sehr gut, wo sich Leute halt über Filme aufregen, weil halt irgendwie die Quali irgendwas... Du siehst halt den Film, schaust dir das an und da ist drinnen ist zum Beispiel ein CGI-Charakter und es sieht gut aus, aber du weißt, irgendetwas stimmt da drin nicht. Also du schaust das an, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr gerade irgendwie gute Beispiele für einen Film. Du schaust den Charakter an, der redet irgendwie oder macht irgendwelche Gesten, er sieht mega sick aus, aber du weißt, innerlich stimmt irgendwas nicht. Da sind wir Menschen halt quasi drauf getrimmt durch tausende Jahre von Evolution. Dass wir solche Sachen halt immer gleich spotten und deswegen ist es halt so unglaublich schwer, irgendwie glaubwürdige Animationen oder gerade beim Gesicht ist es halt insane. Also das war mir dann auch schon zu viel. Gerade so körperliche Movement-Sachen gehen noch, aber wenn es dann Richtung Gesicht geht, das kannst du ja komplett vergessen. Habe ich gerade aus Versehen missklickt? Ah ja, ich habe gerade aus Versehen die Ding beschworen. Lol, ich wollte eigentlich kicken gerade. What the fuck? Ach, das ist auf... Oh, lol. Das ist halt dann teilweise komplett insane, wenn du siehst, wie viele Muskeln im Gesicht einfach zusammenarbeiten. Das ist halt so ein Ding der Unmöglichkeit. Ist da gar nicht so ein Gefäß? Ne, das ist gar kein Gefäß. Aber ja, ich bin hier ziemlich abgeschweift. Ich weiß nicht mal mehr, von was für einem Thema wir überhaupt angefangen haben, wenn ich gerade ehrlich bin. Ich weiß nicht, wie ich jetzt von WoW auf meine persönliche Lebensgeschichte gekommen bin. Das wäre, glaube ich, eher was für einen zweiten Channel, für einen Highlight-Kanal. Meine Werdensgeschichte, Kappa. Aber nein, wie gesagt, es war halt immer schon was ich irgendwie gerne gemacht habe. So verschiedenste Dinge lernen, für die ich mich halt fasziniere oder die mich interessieren. Das ist halt jetzt auch durch den ganzen mentalen Stuff, was ich halt gerade Probleme mit habe. Dazu ist allerdings ein Video auf meinem zweiten Kanal, also zwecks Depression, zwecks Angststörung und Co. Habe ich mich auch schon komplett reingelesen und keine Ahnung, Beiträge davon angesehen von verschiedensten Doktoren und Bücher gelesen ohne Ende drüber über das Thema, einfach um da mehr irgendwie Know-how drüber zu entwickeln, um zu wissen, wie man das versteht und wie das Ganze halt zusammenspielt. I don't know, es ist immer schon was mich irgendwie sehr, sehr fasziniert hat und was ich immer schon gerne gemacht habe, einfach Dinge in diese Richtung zu lernen. Deswegen habe ich mich in meiner Schulzeit, habe ich mich da irgendwie immer sehr, sehr unterfordert gefühlt. War vielleicht der Grund, warum ich nie irgendwie Hausaufgaben gemacht habe. Weil ich solche einfachen Dinge halt einfach überhaupt nicht gepackt habe. Ich hatte halt immer irgendwie gefühlt, zumindest gut in meiner Hauptschulzeit, und polytechnische Schule und Vorschule und keine Ahnung, was da alles gibt nochmal in Österreich. Da hatte ich irgendwie nie so wirklich Interesse an dem, was wir gelernt haben. Ich weiß nicht, das war immer irgendwo, kam mir immer so useless vor, wenn du halt irgendwie, keine Ahnung, so einer Zeit, wo du, ich meine, es ist jetzt wahrscheinlich eh nicht anders in der Schulzeit. Ich meine, man darf halt nie verwechseln, wenn man halt irgendwie, ich weiß nicht, ich habe immer Angst, dass manche, die halt generell schon irgendwie Lernschwäche haben, dann halt irgendwie sowas als Beispiel nehmen und dann halt, I don't know, aus der Schule aussteigen und sich dann wundern, warum man nichts passiert oder so. Alter, meine Themen sind halt irgendwo, keine Ahnung, was halt los ist, I'm so sorry. Hoffe, macht euch halt nichts aus. Seid nicht so mega spielbezogen gerade. Ich dachte mal, ist mal was anderes. Mein Recording-Time ist heute auch sehr, sehr merkwürdig, weil ich habe nämlich einen neuen Monitor gefunden. Ich habe noch zwei Monitore, das sind Syncmaster, was steht oben? Syncmaster SA850. Die sind schon so alt. Ich glaube, die sind jetzt fast 8 Jahre alt mittlerweile. Davon habe ich nur noch zwei. Der dritte ist überhaupt schon eingegangen, den muss ich letztes Jahr schon austauschen.
Die anderen zwei, da fällt immer wieder das Bild aus. Die Bilder, also wenn ich am Desktop ein Bild offen habe, das brennt sich schon regelrecht quasi in die Farben ein. Also wenn ich jetzt ein weißes Fenster offen habe und das schließe, dann ist das nach 2 Stunden immer noch zu sehen. zumindest so der Abdruck quasi im Bildschirm, wie du so einen Fußabdruck hinterlässt. Und ja, die fallen halt immer auch wieder aus. Es sind ja so 2 einzelne Panels. Das ist halt eigentlich ein Büromonitor gewesen. Für solche, ja, für normale Büroarbeit, wenn du jetzt irgendwie, ich weiß nicht, Buchhalter oder irgendwas bist, für lange Monitorarbeit. Aber die sind einfach schon zu alt. Jetzt habe ich mir neue Monitore gekauft. Und die sollten heute eigentlich kommen. Also heute ist der 11., heute ist Freitag. Kann sein, dass sie heute noch kommen. Vielleicht kommen sie erst nächste Woche. Und deswegen wollte ich jetzt zur Sicherheit zumindest noch das Let's Play aufnehmen, weil ich wollte dann eigentlich am Freitag recorden, aber wenn die Monitore kommen, dann muss ich alles umstellen und Co. Und bis ich da fertig bin, habe ich dann Angst, dass wieder irgendwelche Fehler aufkommen, wenn ich halt recorden will, weil das sind wieder 1044p Monitore. Das sind sehr, sehr schnelle Monitore, also es ist ich weiß gerade nicht auswendig, wie er heißt. Hieß er MSI XQ271? QCR oder so irgendwie, sowas um den Dreh, ist die Variante vom letzten Jahr. Also ist immer noch einer der Monitore, der als Referenzmonitor hergenommen wird, weil er eine sehr, sehr schnelle Reaktionszeit hat. Und den, wie gesagt, habe ich mir 3-mal gekauft, weil er gerade im Angebot war irgendwie da, glaube ich, fast 40, 50 Euro reduziert. Und dann werden wir den mal einbauen. Ich bin zwar nicht so ein Mega-Fan, ich habe schon öfter im Stream gesagt, ich bin kein Mega-Fan von Curved-Monitoren, aber der Monitor war einfach zu günstig zu dem Zeitpunkt gerade und hatte zu gute Taten, als dass ich das gerade verstreichen lassen wollte, weil ich habe eh schon länger gesagt, ich wollte mir dieses Jahr unbedingt einen neuen Monitor kaufen. Und ja, deswegen bin ich jetzt nochmal am Recorden, damit ich da dann nicht irgendwie Probleme habe, weil wie gesagt, es sind halt wieder 1044p Monitore. Ich habe mir damals extra den hier in der Mitte gekauft, das ist nämlich 1080p 144 Hertz, die neuen sind auch alle 344 Hertz. Weil es damals mal eine Kiste. Weil es damals mal eine Zeit lang einen Bug gab. Was haben wir hier drin? Den bräuchte ich, glaube ich, auf Main. Das ist nicht bad. Den könnte ich mir vielleicht auf Main-Account rüber traden. Der ist nicht echt viel wert. 11.400 Gold ist das Ding wert. Was wollte ich jetzt sagen? Achso, ich habe mir den extra gekauft, den 1080p-Monitor, weil es damals Probleme gab, nämlich bei Twitch, wenn du die Auflösung runterskaliert hast. Das heißt, ich hatte vorher auch den 1440p, der, wie gesagt, krepiert ist. Und wenn du die Auflösung runterskaliert hast, von 1040 auf 1080p, dann sind immer so komische Artefakte entstanden. Aber das Problem gibt es, sofern ich weiß, mittlerweile nicht mehr. Das heißt, es sollte eigentlich kein Problem sein, wenn ich jetzt wieder auf einer höheren Auflösung für mich spiele. Natürlich streame ich nach wie vor nur in 1080p, weil in 1040p sieht halt eh keiner zu. Dafür, das haben wir auch schon mal im Stream besprochen, wegen der Internetanbindung und Co. Weil immer viele fragen, warum man halt nicht in quasi 1040p oder 4K oder sonst irgendwas rausstreamt, aber... Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Das glaube ich wird heute nochmal den ganzen. Das wird heute, glaube ich, nochmal alles sprengen hier. Ich will noch unbedingt die Quest hier beenden. Ich finde keine von den Blutdingern mehr. Ich weiß, dass oben noch bei weitem mehr sind, aber normalerweise stehen unten auch einige rum. Aber wie gesagt, da drinnen sind immer einige. Da müssen wir die wohl eher hier ranholen von den Trollen. Ich bin wirklich schon mega hyped jetzt nochmal zum Schluss auf den Pre-Patch. Mega Bock, sollte eigentlich bald mal angekündigt werden. Wir haben jetzt den 11. Ich tippe, nachdem sie ihn jetzt noch nicht angekündigt haben, außer es passiert heute am Freitag noch, tippe ich mal, dass es am 30. released, weil sie kündigen es normalerweise immer 2 Wochen vorher an. Also gehe ich mal ganz stark davon aus, dass er für US am 29. released und für EU am 30. Außer wie gesagt, es wird jetzt noch last minute irgendwie heute irgendwas angekündigt am Freitag. Was ich aber nicht unbedingt glaube, aber man weiß es ja nie, man weiß es ja nie. Wir sind ja auch ziemlich gestresst, gerade wenn sie von zu Hause aus arbeiten müssen. Und ab Pre-Patch, so viele neue Kostümisierungsmöglichkeiten. Ich bin so hyped, weil ich habe schon die ganze Zeit so Bock auf meinem Account halt, die ganzen Charaktere halt ein bisschen anzupassen. Ich will mal meine ganzen Aktionsleisten vorbereiten. Wenn der Pre-Patch da ist, wenn die neuen Talente, Überarbeitung und alles drinnen sind, will ich mal bei meinen Klassen mehr anpassen, weil ich will wieder auf jeden Fall... mehr Multiklassen oder ein bisschen besser Multiklassen, als ich es jetzt in BFA gemacht habe. Und dazu muss ich halt schauen, dass alles überall gleich ist und ich weiß, dass ich bei vielen Klassen einfach so geslackt habe und bei vielen Specs, wo halt einfach Abilities irgendwo auf Keybind sind. Und gerade ist immer ein Tipp, wenn man viele Klassen spielt in WoW, ist es gut, wenn man irgendwo so einen Rhythmus drinnen hat, dass alles gleich gebindet ist. Deswegen habe ich mich zum Beispiel auch gerade missklickt hier. Normalerweise ist auf R immer mein Kick oder halt die Utility oder der CC vom Hexenmeister. Warte, war das hier sogar oben? Ach, das ist sogar hier oben.
Da war normalerweise immer auf C, auf R drauf. Deswegen, wenn man zum Beispiel jetzt sagt, man spielt irgendwie 4, 5 verschiedene Klassen, dann ist es gut, wenn du zum Beispiel deine Kicks, also sagen wir jetzt die Unterbrechungseffekte, immer auf demselben Hotkey hast, wenn deine Rotation immer auf demselben Key ist, dein CC immer am selben Key ist, deine Defensives immer am gleichen Key sind und so weiter und so fort. Und da habe ich leider bei einigen Specs noch den Fehler drin, dass das leider nicht der Fall ist. Und da muss ich einfach mal wieder schauen, dass ich das mir aufbaue. Aber es lohnt sich halt jetzt nicht, weil einige Klassen werden halt ziemlich überarbeitet und Abilities fliegen raus, neue kommen rein. Deswegen muss ich das sowieso dann alles neu überarbeiten. Und dann lohnt sich es nicht, wenn ich das jetzt schon mache, sondern es wäre einfach 1000-mal profitabler, wenn ich das jetzt erst mache, wenn der Pre-Patch da ist. Deswegen bin ich da schon irgendwie mega hyped. Ich weiß, aufräumen. Wie kann man auf aufräumen hyped sein? Aber dann kann ich auch meine ganzen Charaktere ein bisschen sortieren. Ich kann endlich wieder im BG mehr verschiedene Specs spielen, weil es gibt ja keine Corruption mehr. Das heißt, ich kann tatsächlich mal wieder vielleicht so ein Afli-Lock-BG oder was habe ich schon lange nicht mehr gespielt oder Eule oder irgendwas spielen, wo ich jetzt nicht irgendwie zuerst mal, keine Ahnung, 2 Wochen investieren muss oder 3, 4 Wochen investieren muss, bis ich die ganze Corruption zusammen habe und die Stats alle passen, weil jetzt die Secondary Stats skalieren dann nicht mehr so hoch, weil halt der Pre-Patch da ist und die ganze Scaling anders ist. Einzige, was noch funktioniert, sind halt Azarit-Trades und der Hals, aber gut, das habe ich eh auf jedem Charakter, da soll es dann nicht so derbe zu Problemen kommen. Das heißt, da freue ich mich auf jeden Fall schon mega drauf. Kriegen wir noch Level Up? Wir kriegen sogar noch unser Level Up auf Level 60. Das heißt, wir können jetzt fliegen lernen und wir können sogar noch ein Talent aussuchen. Und zwar wird es hier erstmal der Kataklysmus werden. Können wir hier lernen, können wir uns hier raufziehen. Das werden wir auch hier erstmal rauswerfen mit der Succubus. Da müssen wir noch schauen, das beint dann nochmal um. Was macht Kataklysmus? Kataklysmus beschwört einen Kataklysmus am Zielort herauf, der allen Gegnern innerhalb von 8 Metern 558 Schattenflammen Schaden zufügen und Ziele mit Feuerbrand belegen. Heißt also, wenn ich jetzt mehrere Gegner auf einem Fleck habe, dann muss ich die in Zukunft nicht mehr mit Feuerbrand selber anzünden, sondern ich kann quasi Kataklysmus alle 30 Sekunden benutzen. Ich will euch das gerade unbedingt noch zeigen. Ist einfach immer gut, wenn man halt halbwegs Verständnis dafür hat, wie halt die Ability zum Beispiel funktioniert. Hier haben wir einen Mob, haben wir da drüben noch einen, das ist ein Erz, da haben wir noch einen Mob. Nehmen wir zum Beispiel die zwei Eulenbestien hier. Und wenn wir die jetzt hier ranholen, dann können wir zum Beispiel hier Kataklysmus unter uns setzen und dann kriegen beide hier gleich den Debuff. Oder er kickt mich nochmal weg. Müssen wir nochmal probieren. Dann kriegen beide hier erstens massiv Schaden und beide haben den Debuff mit Feuerbrand. Das heißt, ich bräuchte die Duplikation nicht unbedingt dafür nutzen und kann halt damit dann extra nochmal Schaden machen. Wie gesagt, das braucht halt, oder das hat 30 Sekunden Abklingzeit, aber es ist halt sehr, sehr praktisch, wenn man halt irgendwie, ja, vielleicht viele kleine Mobs oder vielleicht in einem Dungeon Pull, der Tank mehr ist und du willst nicht unbedingt alles anzünden, sondern willst halt alles auf einmal mit Kataklysmus. Dann regenerierst du nämlich auch mehr Splitter. Durch die mehr Splitter kannst du öfter Feuerregen usen und dadurch hast du halt wieder einen schöneren AOE. Das finde ich alles in allem natürlich sehr, sehr nice. Das war es allerdings jetzt erstmal. Also ich leuchte hier bis zum Geht, wenn ich mich in die Richtung drehe. Das war es jetzt erstmal aber für die Folge. Ich hoffe, hat euch zu viel ausgemacht, dass ich ein bisschen abgeschweift bin, aber das kennt ihr ja mittlerweile schon. Ansonsten, wie immer, vielen, vielen Dank fürs Reinschauen. Wenn ihr Briefe schicken wollt, könnt ihr jederzeit auf dem Server Blackrock einen Charakter erstellen und dann Dilarim schicken. Ansonsten könnt ihr auch jederzeit unten in die Kommentare reinschreiben. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben. Wenn ihr gerne sonst up-to-date bleiben wollt, was mich angeht, dann könnt ihr jederzeit unten in die Infobox gehen. Da findet ihr alle Links für meine Social-Media-Plattformen. Und dann sage ich danke fürs Reinschauen und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge oder im Livestream. Bis dahin, haut da rein. Ciao.